Wir, die Firma Rohr, fertigen in unserer Flugfeldsparte Flugfeldtankfahrzeuge aller Art, die wir auch weltweit liefern. Grundsätzlich gibt es zwei, drei große Normen, die weltweit gültig sind. Jedoch hat jeder Flughafen seine eigenen Anforderungen und Eigenheiten, die wir dann mit einfließen lassen. Diese Wünsche werden vom Vertrieb aufgenommen, werden dann weitergeleitet an die Technik. Die Technik arbeitet diese Wünsche dann aus. Wir setzen es dann anhand unserer 3D-Programme oder 2D-AutoCAD-Programme um, erstellen entsprechende Pläne und geben das Ganze weiter an die Produktion. Da werden dann die Arbeitsschritte umgesetzt, die werden dann von der Technik auch geprüft und kontrolliert. Dann gibt es eine Rohbauabnahme, da kommt der Kunde ins Haus und schaut sich das Fahrzeug dann nochmal an. Dann ist das Fahrzeug eigentlich abgeschlossen. Also in den Rohrfahrzeugen schätze ich die Entwicklung, die wir die letzten Jahre beobachtet haben, nach eigenen Wünschen und Vorgaben, aber auch nach den Ideen von Rohr. Das heißt, die Autos, die sind heute pragmatisch, zweckmäßig und halten trotzdem die Vorgaben, die wir haben, hundertprozentig ein. Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit sind die wichtigen Punkte, die unsere Fahrzeuge bei der Firma Rohr definieren. Die Anforderungen für unseren Kunden sind 24 Stunden, 7 Tage die Woche, Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge, und das können die Fahrzeuge der Firma Rohr, Spezialfahrzeuge.